Okay, da ist die Mission. Aus der Base wird auch geschossen auf den Heli. So, wir sind heute hier mit Perry unterwegs, haben uns mal ein neues Fahrzeug gegönnt, weil immer wieder ein SUV oder Botnik wäre ja langweilig. Deswegen haben wir uns hier so einen kleinen Medic-Kombi, das heißt zumindest ist dieses Fahrzeug, aufgegabelt. Wir wurden gerade schon von Bots beschossen, sind deswegen weggefahren, weil die Bots, die, ja, nach dem Server-Restart sind die nicht so nett. Und jetzt schauen wir mal, ob wir verletzte Personen finden. Sonst ja. Machen wir einfach welche zu Verletzten. Guck mal, da lootet einen sogar schon Treasure. Ja, die Missions, die werden eigentlich immer gemacht. Wer hat geschossen? Wollen das ja. Die Bots? Ja. Okay, ich hoffe doch. Das waren mit ziemlicher Sicherheit die Bots. Gut. Wir sind im Airfield angekommen. Perry, was haben wir hier? Wollen wir hier zu links steht ein Wotnik. Sie aber keine Zombies, oder? Nee. Nee, ich sehe auch keine. Ja, trotzdem, die Baldacke gerne looten. Wir fahren da mal hin. Kein einziger Zombie hier. Das Airfield ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich kann mich schon an die guten alten Zeiten erinnern. Da durftest du. Durftest du nicht mal laufen auf dem Airfield, das haben die Spieler gehört und dann kamen von überall Schüsse. Ich lauf mal in die andere Richtung, hinter dem Krankenhaus zu den Baracken. Weil ich glaube, okay. Bei der Baracke da vorne dürfte jetzt kein Loot sein. Ja, ich glaube, der sollte ausreichen. Eigentlich ist 300 Meter so. Gehe ich immer weg. Obwohl du könntest recht haben. Ich bin gespannt. Sollte aber eigentlich Loot da sein, also. Wir waren schon ordentlich weg. Also, ja, Loot ist so. Ja, in dem einen Gebiet auch. Ich werde doch mal eben rumschießen. Oh, da ist sogar eine Pistole dabei. Wir benutzen aber nicht die Pistole. Denn wir wollen eh die Waffe tauschen. Hier ist ein Waffenmagazin, besser ein Munitionsmagazin. Ich nehme mal die ganzen DMR-Magazine mit. Man weiß nie, ob man die irgendwann braucht. Und 10 Stück, die man geschenkt bekommt, da sagt man doch nicht nein, oder Perry? Auf keinen Fall. DMR-Magazine haben wir immer sehr großen Bedarf. Dann habe ich mir meine Waffe jetzt ein bisschen umgetauscht. Ist M60? Jetzt ein bisschen lauter, ja. Eine M8 ist die, also hier sind schon ordentlich an Waffen. Aber, was sind das für eine? Take CTAR 21 ACOG. Standardwaffe, die haben extrem viele neue Standardwaffen reingeimportiert. Finde ich ganz gut. Ja. Du kannst immer mal eine andere Waffe benutzen. Muss man nicht immer gleiche benutzen. Genau. Wir spielen heute mal mit zwei M60 Maschinengewehren und ja, sollte uns ein Wotnik oder ein großes Gefährt ohne Geschütz entgegenkommen, so dass wir die Chance haben auszuschenken und drauf zu schießen, dann werden wir ziemlich schnell einen großen Feuerball sehen. So ein Feuerball. Ich bin bei der Feuerwehr. Jo, ich bin auch da mit dem Auto. Steig ein. Hallo! Guten Tag! Wo oh, einen Pockel ich gekriegt haben. Was bedeutet eigentlich das Zeichen auf dem Medic-Teil hier, weißt du? Freiwillige medizinische Helfer im Krieg. Naja, weiß ich echt nicht, aber ich bin mir. Also ich weiß, dass es ein Medic-Army ist. Deswegen. Ja, yeah, das ist ein Medic haben wir, aber das Zeichen ist. Normalerweise müsste das ja ein Plus sein. Ein rotes Plus, ne?
Oder weiß ist plus auf dem. Nee, rot ist plus auf dem weißen Hintergrund. Ah, das Zeichen. Wüsste ich jetzt nicht, was das bedeuten soll. Bandits have built a small bunker. Ach guck mal, die haben hier wieder ein neues. Also die bauen hier auch ganz gut. Die sind, spielen recht aktiv. Da steht immer, da stehen immer andere Fahrzeuge. Ja. Ganz kurz auf dem, auf der Map, ich schau mal nicht. Wir müssen da hin. Okay, da können wir sogar hin. Was können wir looten? Das nennen wir den Bandit Camp. Aber nee, wir fahren nach Stardy. Ich habe nämlich eben gelesen, dass irgendwas in Stardy los sei. Ich habe damals auf dem Raptor-Server gespielt. Und da war es so gemacht, es gab so einzelne Fraktionen, es gab einmal die Repairmans, es gab die Medics und so, weißt du, und die waren, die konnte man natürlich als Bandit angreifen, aber die waren eigentlich immer unbewaffnet, die haben sozusagen immer geholfen. Gab es natürlich auch ein paar Bewaffnete, aber war ganz cool, also der Server, der war echt cool gemacht. Da hat es nämlich die ganzen Händler nicht, es war schwer Autoteile zu fahren, wenn man einen Unfall hatte, konntest du die rufen und haben die geholfen. Hatten dann auch besondere Skins sozusagen, hatten dann Skins, die nur diese Repair-Leute haben, hatten dann hier so eine blaue Mütze auf, die so mega hell leuchtet oder so, war voll cool. Also war mehr auf RP gesetzt, aber da war trotzdem jeden Tag überall Action los. Guck mal links den Wagen, den kennen wir doch. Der hellblaue bitte, ja. Mission ist auf der anderen Seite, ne? Letzte, die ist ja bei Pustoschka unter Vibor. Genau. Bei Pustoschka, da habe ich immer mega gern gefightet. Da kannst du schön von außen in der Stadt hast du super Plätze, außerhalb der Stadt hast du super Plätze. Und da ist ein schöner, also die ganze Stadt basiert auf einem Berg, so das ist ein mega geiler Fight dort. Ja, wir haben da jetzt bestimmt auch geil, vielleicht geile Action. Dann müssen wir doch. Müssen wir den Leuten zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ja. Mein Jennifer, hallo, wer so einen Namen hat. Mucka heißt nämlich Jennifer und ich heiße Chantal. Jennifer, Chantal. Jetzt nicht fertig. Aber Mama, ich bin dabei, noch mein Kind zu erzeugen. Aber Chantal, du bist doch erst 12. Aber in meiner Klasse hat jeder schon ein Kind. Aber Mama. Und Dennis ist auch so ein Assozialname eigentlich. Das war bei, bei Twitch Reloaded war doch der eine Dennis da. Ja. Der Türsteher werden wollte. Hey, kommst du nicht rein? Hey Dennis, ich muss mal auf Klo. Ja, nee, guck mal, wie du aussiehst. Scheiße Hose, scheiße, schmink dich mal, du kommst hier nicht rein. Da baut einer eine Kirche. Oh oh, da oben, da an der Kirche, da baut wer, also, da könnte jemand sein. Ja. Gut geparkt. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe, aber irgendwie steht unser Auto beschissen da. Ich schleiche mich zur Kirche vor. Vielleicht hat er uns noch nicht gehört. Bin hinterm Supermarkt. Da wird geschossen. Ich glaube, die machen schon die Mission. Bei der Mission wird schon geschossen. Ich gucke mir gerade die Kirche an. Alle an der Kirche. Oh, die Kirche. Vehicle ist locked. Eine Mauer ist bei der Kirche kaputt. Hier sind mega viele Fahrzeuge. Ich bin an der Kirche, ja. Der Bunker ist bin looted. Okay, da müssen wir schnell hin. Ja. Zum Auto.
Willst du fahren? Weil dann gehe ich zu Fuß. Dann bin ich nämlich ein bisschen sicher. Aber ich glaube, hier ist auch irgendwo jemand. Ich fahre, du ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Jemand ist auf jeden Fall in der Stadt. Die Zombies, die kommen nicht von der Mission. Da wird immer noch geschossen. Da fliegt doch ein Helikopter. Da ist eine Base, eine halb angefangene gebaute Base. Mitten in der Walachei. Da wird richtig geschossen, hörst du das? Ich glaube, die schießen auf den Helikopter. Könnte auch ein Humvee sein, ehrlich gesagt. Wer schießt? Ich weiß es nicht. Der Heli schießt. Aber auf wen? Ich weiß nicht, aber ich werde aussteigen und auf den Heli schießen. Okay. Okay, da ist die Mission. Aus der Base wird auch geschossen auf den Heli. Ah, du bist direkt vor mir. Der Heli schießt auf die Base. Kannst du jetzt auf den Heli draufhalten? Best Zombie. Okay, sollen wir auf den Heli jetzt ballern? Würde ich sagen. Oh, die haben da einen Gunnerwagen. Der fährt los, der fährt los. Nicht wundern, ich fahr mit dem Humvee jetzt hier. Ja. Der eine Gunnerwagen fährt weg. Schnell, schnell, komm mich abholen. Ich sehe, wo der hinfährt. Aber warte, 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 steig aus, die wollen uns beschießen. Boah, ich schieße dich nicht. Lauf mich auf. Ich muss weiterfahren, ich habe keine Munition mehr. Ja, ich auch nicht. Ich laufe eben zur Mission und hüpfen runter. Okay. Ich habe auch keine Munition mehr. Der Gunnerwagen ist oben zur Scheune gefahren. Oh, der schießt auf dich. Oh. Oh, Junge, das habe ich gesehen. Lauf, 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 lauf. Holy shit, ey. Ah, Beine gebrochen, Beine gebrochen. Verbinde dich schnell. Er schießt auf mich. Ich hab's in den Bunker geschafft, aber... Uiuiui. Du lebst noch, ja, ne? Ja, ich lebe zwar noch, aber... Beine gebrochen. Okay, du hast doch bestimmt Morphin. Nee, ich werde einfach zu einer Leiche...
Oh Gott, wenn das die despawnt, haben wir ein kleines Problem. Ja. Ich glaube, die lassen da wen raus. Ja, der geht runter. Ja, okay. Ja, da steigt jetzt jemand raus. Hm. Ja, einer läuft nach rechts. Okay. Obwohl das mehr wie ein Zombie aussieht, wenn ich ehrlich bin. Nach rechts, sagst du? Mhm. Wo genau ungefähr? Bei der Base da oder? Ja, hinter der Base da. Bei der Straße. Okay. Gelandet ist ja da hinten bei den einzelnen Häusern. Okay. Da wird geschossen, ja. Und da hinten kam gerade Schüsse. Wir haben das Gute, ist ein Nebel. Siehst du zufällig einen Bot, der hier eine Sniper hat? Nee, ne? Manchmal haben die eine M24. Oh nice, ich hab eine PKP-Mucke. Ja, da liegt irgendwo einer, aber die kann man eigentlich nicht finden, hab ich gerade. Ja doch, ich hab ihn. Okay. Ich guck mal, hab ich einen Morphin? Ich hab Morphin, wenn du zu mir durch... läufst. Kriegs. Und jetzt habe ich auch noch eine M240. Okay. Ich wüsste. Ja, ich sehe den. Da ist einer, der ist an der Base. Ist gerade hinter die Base gelaufen. Kannst du hier jetzt Morphin benutzen? Ich hab keins. Der Heli kommt genau auf uns zu. Wenn wir. Komm mal hier hinter. Giftmorphin. Das ist unser einziges, also. Ich hoffe nur. Dass der ausgestiegen ist, dass der. Besser, dass die keinen zweiten Geschütz haben. Pass auf, geh mal lieber auf die andere Seite. Ich versuche den zu baiten, dass der übers Feld läuft. Wenn der es über Feld läuft, dann baller ich den an. Der ist jetzt links. Ich hab den gerade gesehen. Der hat den Kopf da ausgestreckt. Schießt du? Feuer auf den Heli. Jo. Der Typ ist immer noch links an der Base. Ich warte, bis der sich irgendwie zeigt oder so. Der Ballard? Ja, auf mich. Okay, die haben einen Sniper. Ich glaube, die haben keinen mehr am Heli. Also kein Geschütz. Hast du die Beine gebrochen? Ich bin tot. Was? Dann hat aber noch jemand geschossen. Das ist auch nur aus der Base-Richtung. Ich hab grad geschossen mit PKP auf den Heli. Hätte mich hingelegt. Ich muss vorne wahrscheinlich ein Stückchen rausgeguckt haben. Nee, du hast vorne nicht rausgeguckt, dass der Schuss kam von der anderen Seite. Aber jetzt sind hier zwei Emmys. Jetzt bin ich doch gespannt. Einer ist jetzt in der Base drin. Ich weiß noch nicht, woher der zweite Schuss kam. Der muss von der Stadt gekommen sein.
Der eine ist hinter der Base, aber ich weiß nicht, wo der zweite Schuss herkam. Der kam aus, wo wir eben waren. Da haben wir doch einen Zombies gesehen. Da irgendwoher kam auch der Schuss. Aus Lopatino, weißt du? Ne, nicht Lopatino, wer ist die Stadt? Pustoschka. Jo Leute, ab hier aus ist der Kampf extrem ausgeartet und das wäre viel zu lang gewesen für eine Folge, deswegen machen wir zwei draus. Diese gibt es dann beim nächsten Mal. Schaut auch mal bei German DayZ vorbei, ist ein Forum, wo ihr diskutieren könnt über DayZ, über Standalone, über alles mögliche. Und es gilt wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar. Morgen am Samstag gibt es noch einen DayZ Livestream von mir ab 19 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Und ja, schönes Wochenende euch, haut rein, ciao!